Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Wir haben heute einiges vor, und zwar wie immer erstmal der Blick auf den Kalender. Wir sind jetzt beim Schadensrecht angekommen. Bei den Übungsaufgaben haben wir Governance noch nicht so ganz hinter uns gelassen, und auch heute in der Vorlesung fangen wir erst mit Governance an, denn ich hatte ja letzte Woche die Frage noch nicht beantwortet. Und das machen wir jetzt auch. Und danach geht es dann weiter zum Thema Schadensrecht. So, jetzt aber erstmal die Frage aus dem Forum. Hallo Herr Park, ich habe eine Frage zu Joskos Artikel. Joskos Artikel auf den Seiten 173 und 175 stellt er drei Gleichungen bezüglich des Zusammenhangs Vertragslaufzeit-Spezifitäten auf. Bei der Gleichung 1 ist mir unklar, warum er Quantity quadriert hat. Bei den Gleichungen 2 und 3 verstehe ich nicht, warum diese einen Logarithmus enthalten. Das war der erste Teil der Frage. Auf den zweiten gehen wir gleich ein. Erstmal der erste Teil der Frage. Wenn Sie sich zurückerinnern, da hatte ich eine relativ breite Tabelle mit relativ vielen Spezifikationen und jede Spalte war ja eine andere Schätzung. Und warum hat Josko das jetzt so gemacht? Dazu müssen wir erstmal ein bisschen ausholen. Die Frage ist also, warum die vielen verschiedenen Schätzungen? Warum macht er nicht einfach nur eine, wenn überall das gleiche rauskommt? Wozu brauchen wir denn überhaupt die Regressionsanalyse? Ganz einfach, wir haben ja gelernt, die Regressionsanalyse ist nichts anderes als ein Instrument zur empirischen Überprüfung von Hypothesen, die die Forscherin aus theoretischen Überlegungen abgeleitet hat. Ja? Und die Hypothese hier, in diesem Fall, ist, je mehr Spezifität in einer Beziehung zwischen Kohlemine und Kohlekraftwerk relevant ist, desto länger wird der ausgehandelte Vertrag sein. Das ist die Hypothese. Aber, wenn Sie mal darauf achten, ist die Hypothese relativ unspezifisch. Sie bezieht sich nur auf das Vorzeichen des Effektes. Ne? Je mehr, desto länger. Aber nicht auf die genaue funktionale Form. Ne? Also in der Hypothese steckt nicht drin, ob das eine lineare Beziehung ist, eine überproportionale oder überhaupt irgendeine nicht-lineare Beziehung. Es steckt nur drin ein Vorzeichen. Ja? Warum ist das so? Naja, weil wir hier kein spezifisches mathematisch ausformuliertes theoretisches Modell haben. Ne? Wenn wir hier ein mathematisches Modell hätten als Theorie, dann könnten wir versuchen, da spezifische Hypothesen abzuleiten. Und dann könnten wir eventuell auch was über die funktionale Form vorhersagen. Aber das haben wir hier nicht. Ne? Wir haben hier eine relativ ungenaue Hypothese. Und weil Josko sich hier nicht sicher ist, wie die funktionale Form genau ist, probiert Josko mit verschiedenen Schätzungen aus, um zu sehen, ob die Ergebnisse, die sich da ergeben, robust sind. Man spricht von robusten Ergebnissen, wenn man viele verschiedene Spezifikationen ausprobiert und da das Hauptresultat immer gleich ist. Und das ist es auch hier, wenn wir da nochmal reinschauen. Ich habe hier mal bei der Tabelle, die Sie schon gesehen haben, unten, was jetzt nicht so interessant ist, alles weggeschnitten. Sie erinnern sich, Quantity stand für die Menge, die im Vertrag zwischen Kohlemine und Kraftwerk ausgehandelt war. So, und in der ersten Spalte sehen wir, haben wir die funktionale Form so, nämlich Vertragslaufzeit in Abhängigkeit von der Menge und aber auch von Menge Quadrat. Warum ist das hier? Um zu sehen, ob es eventuell irgendeine Nichtlinearität gibt. Wir sehen zwar hier nicht, ob der Effekt insgesamt signifikant ist, weil wir hier den entsprechenden Standardfehler nicht haben, aber wenn wir mal annehmen, dass die Interaktion signifikant ist, dann sehen wir, dass der Effekt an sich der Menge zwar positiv ist,
aber je höher die Menge ist, desto schwächer wird der Effekt. Ne? Wir haben also sowas wie einen abnehmenden Grenzeffekt, abnehmenden marginalen Effekt der Menge, ne, auf die Vertragslaufzeit. Je höher das Niveau, bei dem wir schon angelangt sind in der vertraglich ausgehandelten Menge, desto geringer ist der zusätzliche positive Effekt auf die Vertragslaufzeit. Ne? Das wäre die Interpretation hier. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich eine Signifikanz hätten, dann wäre das eine signifikante Interaktion. Das würde bedeuten, dass wir eine Nichtlinearität haben. Wobei, Sie sehen, der Koeffizient für Quantity Squared, also für Menge Quadrat, ist sehr, sehr klein. Ne? Gerade im Vergleich zum Haupteffekt. Das heißt, wir haben zwar eine Nichtlinearität, aber eine sehr schwache. Ne? Und das deswegen, ja, kann man die eigentlich schon fast vernachlässigen. Dann in der zweiten Zeile, in der zweiten Spalte, was schätzt Joss Godard? Da würde die Schätzgleichung so aussehen. Ne? Deswegen Log Quantity. Er probiert es einfach mal mit der logarithmierten Menge, die im Vertrag ausgehandelt ist, und lässt aber die abhängige Variable Vertragslaufzeit nicht logarithmiert. Ne? Und dann ist es eben auch eine Nichtlinearität. Und die Interpretation ist dann ein bisschen komplizierter. Man muss dann eben in Prozentaussagen in Bezug auf die Menge arbeiten. Das Wichtige ist aber, dass wieder ein positiver Effekt und ein positiv signifikanter Effekt rauskommt. Ne? Und in der dritten Spalte, was ist da anders? Na, da sehen wir, dass schließlich auch die abhängige Variable, nämlich Vertragslaufzeit, logarithmiert wurde. Das habe ich hier eingezeichnet. Und ja, dann ändert sich wieder die Interpretation. Ne? Dann ist es eine Prozent-Prozent-Aussage. Wenn wir Menge um 1% ändern, um wie viel Prozent ändert sich dann die Vertragslaufzeit? Und deswegen ist der Koeffizient, den wir schätzen, jetzt auch viel kleiner. Aber das Wichtige ist, er ist immer noch positiv, also über 0 und immer noch signifikant geschätzt. Und wenn wir dann weiterschauen, sehen wir überall positiv signifikant. Das ist jetzt das geringere, das verkleinertes Sample, wo es immer nur um eine Firma geht. Im verkleinerten Sample auch hier positiv signifikant und dann genau die letzten Spalten, das waren dann die mit den zusätzlichen Kontrollvariablen. Auch da sehen wir für Menge einen positiv signifikanten Effekt und auch hier hinten in der, die wir eigentlich so ein bisschen übergangen hatten. Auch da ein positiv signifikanter Effekt. So, also ich hoffe, Sie haben jetzt verstanden, warum JoSCore so viele verschiedene Schätzungen macht. Das ist einfach nur, um zu zeigen, dass das Ergebnis, das er rausbekommt, robust ist. Ne? Weil die theoretischen Überlegungen, die er da angestellt hat, die erlauben keine spezifische Hypothese genau über den funktionalen Zusammenhang zwischen Menge und Vertragslaufzeit. Okay, aber der zweite Teil der Frage, um den geht es jetzt. Außerdem ist mir nicht ganz klar geworden, wie genau man von den Ergebnissen in der Tabelle 3 Aussagen über deren Signifikanz ableiten kann. Könnten Sie darauf nochmal eingehen? Okay, das ist ganz einfach. Wenn Sie sich zurückerinnern, haben wir ja in im ersten Kapitel, als es um die Einführung in die Ökonometrie ging, hatten wir ja so Daumenregeln aufgestellt zu Schätzer und Standardfehler und dem Konfidenzintervall. Und wenn Sie sich zurückerinnern, das 95% Konfidenzintervall, was eigentlich standardmäßig für Signifikanz angenommen wird, das ist definiert als 2 Standardfehler über und 2 Standardfehler unter dem geschätzten Wert. Okay? Und das können wir hier anwenden. Was schätzen wir hier? Das, was wir hier schätzen, ist das Beta, ne? Also der Effekt von Menge auf die Vertragslaufzeit. Und der Standardfehler ist die Zahl darunter in Klammern. So, und
Im Hinterkopf haben wir, das Konfidenzintervall für 95% ist 2 Standardfehler über und unter dem geschätzten Wert. Und dann können wir uns einfach überlegen, wenn der geschätzte Wert, das Beta, mindestens 2-mal so groß ist wie der Standardfehler, dann beinhaltet das Konfidenzintervall auf keinen Fall die 0. Ne? Wenn wir also zum Beispiel uns den Koeffizienten hier anschauen, 0,4289, da haben wir einen Wert größer 0 und solange dieser Koeffizient mindestens 2-mal so groß ist wie der Standardfehler hier unten, kann das 95% Konfidenzintervall nicht die 0 beinhalten und dadurch, und das bedeutet eben, dass wir zu 95% sicher sind, dass der Effekt von Menge auf Vertragslaufzeit auf jeden Fall über 0 ist und das nennen wir auch positiv signifikant. Ne? Deswegen können wir hier so einfach das ablesen. Ne? Solange der Koeffizient doppelt so groß ist wie der Standardfehler. Wir sind uns zu 95% sicher, dass der geschätzte Koeffizient größer als 0 ist. Ne? Oder wenn es hier ein negativer Wert wäre, kleiner als 0. Ja, das habe ich deswegen nicht allzu sehr betont bis jetzt, weil das ist nur in diesen ganz simplen OLS-Schätzungen gültig. Und die allermeisten Schätzungen, die in der Literatur vorkommen, gerade aus neuerer Zeit, benutzen viel kompliziertere Methoden, wo man eben nicht mehr mit einem Blick mit dieser Daumenregel arbeiten kann. Ja? Das heißt, wenn Sie sicher sind, dass es in der Tabelle um eine OLS Schätzung geht, dann können Sie diese Daumenregel anwenden. Typischerweise wird aber auch markiert, wann welcher Koeffizient signifikant größer oder kleiner 0 ist. Manche Journals, so wie das, wo das hier veröffentlicht wurde, manche Journals machen das nicht. Das ist immer Geschmackssache. Genau, aber ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen aufgeklärt, warum das so ist. Und ja, nach einer kurzen Pause geht's weiter mit Schadensrecht.